Brains! Ja, hier wieder beim Quali und bei Plants vs. Zombies Garden Warfare. Wir spielen mit dem Sonnenpharao und schauen mal, was wir heute so an Zombies getötet bekommen. Erstmal hier ein bisschen so die Pflanzen ein bisschen heilen. Da vorne sind auch schon die Wissenschaftler unterwegs. Ja, und wir sind auch nicht mehr am Leben. Ja. So, ja. Mal schauen, ob wir das hier hinkriegen mit den ganzen Zombies. Ja, dann läuft uns die Erbse natürlich vors Visier. Können die eigentlich mal an die Leine nehmen, die Erbse? Ja, hilft nicht viel. Ah, und da kommt der Ingenieur mit seinem Blitz geschossen, sage ich mal. Ja. Und macht uns nieder. Irgendwie ist der Widerstand der Pflanzen hier nicht sonderlich stark gerade. Schauen wir doch mal, ob das ein bisschen besser werden kann. Hier machen wir mal ein bisschen Feuer rein. Oh weia, hier wird gestorben ohne Ende. Dann fliegen die Raketen. So, wenigstens hier wieder den Kaktus wiederbelebt. So, da kommen sie schon wieder. Hallo? Ein bisschen Feuer hier. Ja, richtig Schaden mache ich jetzt gerade nicht hier, aber da sind sie schon wieder, die Zombies im Garten. Hinter mir, oh, hinter mir der Paläontologe, the real Edwu. Immer diese Namen, die ich nicht aussprechen kann, ne? Naja. Ich glaube, an den Sonnenpharao muss man sich auch erst gewöhnen. So, hier. Komm. Ah, der erste Kill für uns. Sehr gut. Aber die Zombies nehmen hier ein. Komm, der muss doch. Oh, der wäre bestimmt von fast tot. 2007 Matu. Wahnsinn. Wie schnell die Zombies hier einnehmen. Das ist keine angenehme Runde für die Pflanzen. So, da ist wieder ein Geschenke-Zombie. Ich könnte euch mal gucken. Ja, die Zombies sind doch in der Überzahl. Und ich spiele hier wie der letzte Henker. Also ein Kill ist echt nicht so, sondern nicht viel. Wir haben auch unsere Töpfe hier nicht besetzt. Oh, und die Zombies sind im Garten. Können wir höchstens einen mitnehmen hier? Ah, nein, aber die Sonnenblume hat einfach zu wenig Leben und die Gegenwehr der Pflanzen ist einfach nicht gut, muss man ja sagen. Ist einfach nicht gut. Kaum ist man da, schon ist man wieder abgeschossen. Ja, da kommen sie noch mit Sargzombies um die Ecke. Also das wird eine kurze Runde hier. Komm. Ja, also bevor ich einen getötet habe. 10% hat er noch. Einen Schuss hätte ich noch anbringen müssen. Das wird ein Rush. Das wird ein Rush. Hier, okay, die Pflanzen mega in der Unterzahl. Mega in der Unterzahl. Oh weia, oh weia. So, ja, was soll man da machen? Ich hoffe mal, dass in Plants vs. Zombies 2 das ein bisschen gefixt wird. Weil das schon unangenehm ist, wenn so krass die Verhältnisse auseinandergehen. Au, wir haben wenigstens einen gekillt. Naja. So ein bisschen ein paar Pflanzen besorgen hier. So, da haben wir noch einen Kill geholt und sind dann auch selber gestorben. Aber wir verteidigen mit Herz und Seele mit dem Sonnenpharao, wa? Also von vorne bis hinten durch in 4 Minuten, das ist echt ziemlich krass. So, hier kommen wir. Jo, noch ein Kill. Und wir sind dann auch wieder tot. Aber das war irgendwie klar, wenn man da jetzt durchgerusht ist. Ja, da ist ja unser friedvoller Sonnenpharao. So, und ich denke auch, das wird jetzt hier nicht lange dauern, bis sie hier die Golfbombe durchgeschoben haben. Mal ein bisschen. Oh, 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 oh. Das ist ein Zombot. Habe ich aber eigentlich jetzt gerade vernichtet.
Oh, und da war der das gefrorene Z1 Sturmgewehr vom Matu. 2007er Matu. Vielleicht gibt es ja noch einen anderen. Aber es gibt auch den 2007er Matu. So. Da oben stehen sie wieder rum. Da ist der Matu. Komm. Ey, ich habe den so oft getroffen. Der muss doch jetzt auch mal... Ja, und ich bin eingefroren und kann nichts mehr machen. 1% hat er noch. Ah. Das ist echt tragisch. Tragisch, tragisch. Da hinten steht auch schon wieder irgendeiner rum. Die wird fleißig wiederbelebt. Da oben steht irgendjemand herum. Sehr gut. Da oben lungern sie wieder auf den Sniperplätzen auch, aber vielleicht vergessen sie ja in all ihrer Großartigkeit, in ihrer Zombiehaftigkeit ja ein bisschen das Verteidigen, also das Weiterschieben, aber das Verteidigen der Golfbombe, ja. Ja, das sieht nicht so aus. Wir haben noch 2 Minuten, sind schon auf die Hälfte, also das wird locker reichen. Na komm, den muss ich ja treffen. Ah, jetzt stirbt er an was anderem. Na super, da ist wieder ein Zombot. Da hinten die Sniper unterwegs und wieder... Ah, der Matu ist wieder da, ich sehe es schon. Aua, aua, aua. Der Matu. So, machen wir hier unten rum. Hier ist noch nicht alles fertig gepflanzt. Dabei kommen die Zombies doch gerade schon hier. Mal ein bisschen Verteidigung hochziehen hier. Hinten ist ein Ingenieur. Ja, aber der weicht einfach zu schnell aus. Dabei ist der Sonnenpharao eigentlich gar nicht so schlecht, was den Schaden angeht. Von hier oben kommen sie an. Habe ich leider nicht gekriegt, da. Mal hier noch ein bisschen heilen. Ja, da ist die Bombe schon. Das sind noch 2 Minuten. Das werden wir nicht schaffen. Das werden wir nicht halten. Das ist so utopisch. So, heilt den Kaktus ein bisschen. Da kommen sie schon wieder in der nächsten Welle. Die Raketen schlagen ein. Irgendwelche Bomben und Bohnen fliegen. Am einen müssen wir dann noch irgendwie mitnehmen hier. Na komm, jetzt muss ich nachladen. Ah, nee, 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 nee. Es läuft nicht. Die Runde ist gegessen, Leute. Tja, traurig, traurig. Aber jetzt habt ihr auch mal gesehen, mit was ich mich sonst so rumquälen muss. Das ist, ja. Ich habe jetzt schon ein paar Mal versucht aufzunehmen. Es ist immer dieser Rush momentan. Sieht nicht gut aus für die Aufnahmen. 4 Kills. Oh, ist okay, mit einer Sonnenblume. Machen wir eben ein Pack auf. Jo. Nichts Dolles, nichts Schlimmes. Ja, ich würde sagen, wir lassen es für heute dabei. Es tut mir leid, dass es eine ziemlich kurze Folge geworden ist heute. Beim nächsten Mal hoffe ich mal. Also ist jetzt schon wirklich eine fortgeschrittene Session. Und auch mehrere davon werden jetzt ja auch nicht besser, ne? Also egal, ob ich auf Zombie- oder auf Pflanzenseite spiele, es wird durchgerusht. Das könnt ihr von heute mal so mitnehmen. Hoffentlich wird es beim nächsten Aufnahmesession ein bisschen besser. Bis dahin, have fun, euer Koali. Tschüss! Now.